Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin die Shan und wir wollen heute das kleine Mini beenden. Also, ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass ich es ein bisschen, ja, die letzte Unit noch bekleben werde. Ich werde hier noch einiges bekleben und ich habe es auch ein wenig dekoriert mit den Die-Cuts, die ich euch gezeigt habe. Und ich habe gesagt, beim Cover, dann nehme ich euch nochmal mit und zeige euch das. Ein klein wenig vorbereitet. Ich habe mir schon ein paar Sachen zusammengesucht, so wie immer halt. Ich habe auch hier für mich was Neues ausprobiert gehabt. Das hatte ich euch, glaube ich, in dem einen Video auch schon gezeigt, dass ich mir hier ein bisschen was reingerissen habe und hinten dann beklebt habe mit einem Designerpapier, sodass es die Optik von kaputtem Papier hat. Und dann wollte ich euch nochmal mitnehmen bei der restlichen Dekoration. Ich habe mir hier noch ein paar Die-Cuts, die ich aus dem Stückchen noch übrig hatte. Ich habe mir überlegt, ich möchte das. Ich habe mir schon ein bisschen, ja, Gedanken gemacht, wie ich es gerne kleben möchte. Und dann zeige ich euch einfach, wie ich das mache. Und zwar nehme ich mir einfach die Die-Cuts, die ich mir rausgesucht habe. Die letzten, die quasi von der Dekoration im Buch noch übrig waren. So wie hier eine Buchseite, die ich da noch hatte. Und klebe mir das erstmal ein bisschen wild aneinander, so dass ich. Dass es mir in irgendeiner Weise gefällt. Dann habe ich hier noch die Röschen. Ich habe einen Titel habe ich hier noch nicht gewählt, weil ich noch nicht genau weiß, für was ich dieses Album benutzen werde. Im Prinzip habe ich das Album ja gebastelt, um euch eine kleine Idee zu geben. Ich glaube, das schiebe ich mir noch so ein bisschen rein. Das gefällt mir so ganz gut. War zwar nicht so geplant, aber diese Eingebung kommt mir gerade eben. So. Dann habe ich hier ein Brad, den ich straks also gleich noch mit benutzen möchte. Ich habe hier eigentlich auch noch ein Restpapier. Ich glaube, das mache ich mir da noch mit rein. Ja, so seht ihr schon im Prinzip, dass das ganz anders wird, als ich es eigentlich ursprünglich in meinem Kopf hatte. Ich kann euch auch gar nicht sagen, nach was ich da achte. Ich achte da eigentlich, oder ich gehe da eigentlich nicht nach Plan vor. Es ist einfach, die Idee kommt dann spontan. Aber das ist ja beim Kreativsein so, dass das dann auch spontan kommt. Im Prinzip kommt das dann so da drauf. Dann könnte man hier noch einen schönen Titel drauf machen. Ich habe mich entschieden, den Brad da unten hinzumachen. Ich habe auch hier noch zwei Knöpfe, die ich noch drauf machen könnte. Hier kann man die eine Rose noch mit drauf machen. Die gefällt mir da ganz gut. Habe ich hier noch eine Rose? Die könnte man hier noch mal mit reinstecken. Und ihr seht auch, alle Kanten sind wieder distressed. Ob das jetzt hier bei dem ist oder. Machen wir die hier noch hin? Dann gibt es auch noch einen schönen Abschluss. Schön festdrücken. So. Und dann mache ich mir mein Brad da rein. Das ist auch ganz simpel. Ja, das muss ich euch eigentlich nicht zeigen. Ja, ich nehme mir meine Nadel. Die kennt ihr auch schon. Die nehme ich immer gerne zum Nähen bei den Journals. Auch bei dieser Bindung habe ich diese Nadel wieder verwendet. Das ist eine relativ grobe. Ich glaube, das ist eigentlich, wie nennt man es, eine Stopfnadel, weil die so ein großer Öse hat. Eine Wollnadel ist es nicht, dafür ist sie zu spitz. Und dann will ich mein Braid hier unten drin haben. Dann habe ich mir ein Braid auch von Action, da waren zwei Vögelchen drauf. Die sind im Blau gehalten. Ich fand das eigentlich ganz schön dazu passend, weil hier auch ein wenig Blauakzent ist. Ansonsten ist das Papier recht gelblich-grün. Aber ich fand das so eigentlich einen ganz hübschen Akzent. Und dann steche ich mir das einfach durch und drücke mir das hier an. Und dann versehe ich das Ganze mit Sticky Tape. Dann hätte ich hier jetzt noch die Möglichkeit, wenn ich dann weiß, was ich dazu verwenden möchte oder welchen Titel es ist, könnte man jetzt ja noch einen Namen draufschreiben. Könnte man die Buchstaben, ihr wisst, ich mag die Buchstaben momentan ziemlich gerne von Action, könnte man jetzt Lisa draufschreiben oder Love, war mein O, Love, gibt auch noch mal einen schönen,
Da haben wir ja schon Love Story. Kann man hier nochmal Love draufschreiben oder whatever, was ihr wollt. So, wieder einsortieren, sonst finde ich die Buchstaben dann wieder nicht mehr. So, also das ist dann, bleibt sich dann überlassen. Vielleicht verschenke ich es auch einfach und derjenige darf sich das dann selber kreativ beenden. Und ja, was können wir noch machen? Ja, an sich jetzt einfach nur das noch festkleben. Ja, an sich zeitlich hätte es vielleicht noch in das andere Video reingepasst, aber da war ich gedanklich noch nicht so weit, dass ich so weit war, um zu wissen, was ich damit machen wollte. Es ist ja auch immer ein zeitlich gesehenes Video. Ihr seht das vielleicht an einem Stück. Und ich war damit einige Tage beschäftigt, schon alleine mit der Idee. Und wie ich das Ganze dann umsetze. Aber ich will ja hier nicht jammern. Es ist einfach nur als Erklärung, warum es nicht an einem Stück passiert ist. So, dann streiche ich. Ich hätte am liebsten hier einen Falzball, um das Ganze noch einmal schön festzudrücken. Also das ist immer wichtig, dass ihr euer doppelseitiges Klebeband gut andrückt, dass es auch schöne Verbindung mit dem Papier eingehen kann. Und ja, dann bin ich am Überlegen, ob wir noch eine Schleife gleich noch mit dran machen. So, schön Kleber drauf, dass das Ganze auch gut hält. Dann können wir uns das hier mittig draufkleben, so dass uns das gefällt. Ja, so finde ich das ganz niedlich. Es ist wirklich ein kleines, niedliches Album, was wirklich Anfänger geeignet ist. Die Seite habe ich noch nicht gemacht, weil ich am Überlegen bin, ob ich da noch eine Schleife mit benutze. Da schaue ich kurz in meinem Repertoire, ob ich da noch was Passendes habe. Schleifentechnisch. Farblich habe ich jetzt nicht wirklich was Passendes. Was machen wir da? Hier mal schauen. Hier nochmal schauen, ob das passt. Ja, da würde ich die Rosen überdecken. Das will ich ja dann auch nicht. Dann das Weiße. Wird von der Farbe her nicht so dolles sein. Ich glaube, das finde ich ganz nett. Ganz neckisch. So. So, dass einfach nur noch was, ein kleiner verspielter Akzent mit dran ist. Ja, ich glaube, das finde ich so ganz hübsch. Und wenn ich mehr nicht dran mache, dann kann ich eigentlich auch meine Innenseite kleben. Oder wollte ich da noch was dran machen? Eben kurz überlegen. Brauche ich da noch was? Nee, an sich nicht. An sich nicht. Da kleben wir das drauf und dann können wir noch einmal zusammen durchgucken. Hier noch, das ist noch ein Reststreifen. Aber das ist dann wieder zu viel Rosen, glaube ich. Man muss es ja nicht übertreiben. Dann mache ich mir hier auch einfach mal ein Sticky Tape dran und dann kleben wir das einfach fest. Und dann habt ihr ein super schnelles Mini. Also wie gesagt, die Maße, die sind in der Infobox von den vorangegangenen Videos. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich. Ich versuche euch die Antworten so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu geben. Und ja, dann werde ich mich dem nächsten Projekt widmen, was wir zusammen machen. Ich habe mal nachgesehen, welche Videos bei euch oder die am meisten angeklickt werden, beziehungsweise am meisten gemocht werden. Und danach habe ich mich entschieden, was wir noch zusammen machen. So, also das. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr sagt zu diesem kleinen Mini. Wie gesagt, Materialaufwand ziemlich gering, Schwierigkeitsgrad Anfänger geeignet. Und welche Maße passen rein? 15 bei 10, 9 bei 13 geeignet. So. Dann kann man auch wieder feststreichen. So. Also, in welchem. Das ist das Album.
In welchem Maß habe ich dekoriert? Ich habe es immer so dekoriert, dass ich hier eventuell noch stempeln kann. Ich habe hier ein kleines, ja, aus den Sprüchen, Vellum-Blöcken habe ich mir da einiges rausgetan und mit einer Niete festgemacht. Das habe ich euch schon gezeigt. Dann die kleinen Kärtchen, die aus dem Restpapieren, das war bei den Die-Cut-Sets dabei. Auch hier habe ich das einfach so festgeklebt dann und habe das, hier besteht dann immer noch die Möglichkeit, hier das Foto dann dahinter zu kleben, aber das ist ja dann dekorationsmäßig, ist ja ganz euch überlassen. Hier sind wieder diese zwei kleinen Taschen. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann schaut einfach auf dem, ich werde die Liste quasi unten verlinken, dann könnt ihr auf die einzelnen Videos zurückgreifen. Wie gesagt, es sind 3 Videos insgesamt, geht relativ fix, Anfänger geeignet und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß. Low Budget, mehr kann man nicht. Also, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich danke euch für eure Zeit, es hat mir Spaß gemacht und ich wünsche euch eine kreative Zeit und viel Spaß beim Nachbasteln. Ciao, ciao, deine Jeanne.